Liebe Schwestern und Brüder, ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als junger Kaplan von Neuss-Üdesheim aus das erste Mal mit der Matthias-Bruderschaft nach Trier gepilgert bin, zum Grab des heiligen Matthias. Wir haben so eine Matthias-Bruderschaft auch hier bei uns in Köln, an der Kirche St. Aposteln in der Innenstadt. Diese erste Pilgerfahrt, die war ziemlich anstrengend, denn jeden Tag 30 Kilometer, morgens zeitig raus und dann irgendwann ist die Kraft nicht mehr ganz so da und die Füße zeigen auch die ersten Herausforderungen. Aber diese Pilgerfahrt ist eigentlich seit dem Mittelalter von hoher Tradition und sie macht etwas deutlich, nämlich, dass wir Menschen immer wieder neu aufbrechen müssen. So wie wir heute Morgen aufgestanden sind und das, was man morgens tut, von der Morgentoilette angefangen über das Frühstück bis hin zum Aufbruch in den Dienst, in den Tag, in das Licht dieses Tages, so müssen wir als Menschen auch innerlich immer wieder neu aufstehen, aufbrechen. Und eine solche Pilgerfahrt, ein solcher Pilgerweg, erst recht, wenn er zu Fuß zurückgelegt wird, ist ein Sinnbild für dieses Dasein des Menschen als Pilger, immer unterwegs. Der Apostel Matthias, er lädt uns ein, uns zu Weggefährten Jesu zu machen. Er wird als Zwölfter nachgewählt durch Losentscheid, kommt er in die Schar der 11 Apostel dazu, damit nach dem Beispiel Jesu klar ist, für die 12 Stämme und Völker Israels soll jeweils ein neuer Hirte bestellt werden und dieses Hirtenamt übernehmen die Apostel. Sie sind an Jesu Stelle gesandt. Apostolen, senden. Und sie sind gesandt als Freunde Jesu. Anders formuliert, sie tragen nicht irgendwie eine Botschaft, die nicht ihre eigene wäre, sondern sie tragen eine Botschaft, die sie selbst vertreten können, weil Jesus seine Apostel nicht Knechte nennt, sondern Freunde. Das, was Matthias widerfährt, widerfährt auch uns. Ihr Freunde Gottes allzugleich, haben wir am Anfang gesungen. Wir sind auch Freunde Jesu Christi. Wir sind auch Gesandte an Christi Stadt. Und wir sind auch neu dazugewählt in die Schar der Apostel, um eben allen Völkern diese frohe Botschaft zu bringen. In der Apostelgeschichte steht, dass einer gewählt werden soll, damit er mit den anderen Aposteln gemeinsam Zeuge der Auferstehung sei. Jetzt sind wir aufgefordert und gerufen, Zeuge der Auferstehung Jesu zu sein. Es ist ein ständiges neues Aufbrechen, ein ständiges neues Aufstehen für die Sache Jesu. Möge der Apostel Matthias uns durch sein Vorbild und durch seine Fürsprache Kraft und Ermutigung für diesen Dienst sein.